Es ist natürlich eine große Ehre für mich, hier zu sein und diesen Preis entgegenzunehmen, weil damit weiß ich, dass ich mit meiner Arbeit natürlich auch praxisbezogene Learnings generieren kann, die die Unternehmen dann auch eventuell in ihrer Handlungsorientierung weiter benutzen können. Den Wissenschaftspreis in der Kategorie Bachelor zum Thema Siegel oder Nicht-Siegel, der Einfluss von Nachhaltigkeitssiegeln beim Kauf von Naturkosmetikprodukten, geht an Ho Dim Chau. Der Einfluss von Nachhaltigkeitssiegeln im Bereich Naturkosmetik ist derzeit noch nicht so groß. Es ist eben wichtig für den Handel, den Konsumenten zu zeigen, was bedeuten diese Siegel, welche Funktion haben die. Und wenn das geklärt ist, kann halt der Konsument Nachhaltigkeitssiegel auch besser in den Einkaufsprozess mit einbegliedern.